Oh! Ja, aber komisch verbogen. Der hier. Drauf und... Alter! Holy shit! Holy shit! Die Wurzeln sind ja so gefährlich. Ach so, weil ich nicht dahinter da wäre. Ja. Einmal drauf und Scholzer weg. Ja, natürlich. Mit dem Vorderrad bin ich rübergekommen, mit dem Hinterrad. Ich bin mit dem Vorderrad weggerutscht. Hast du gemerkt? Die Bäche geht runter. Ja. Ei, Witzka. Hier liegt der Schnee. Was für Schinkfall? Deine Wurzel wird da so rechts hinten ausgebrochen. Als Hinterreifen quer, dann. Muss ich schon da eins halten? Hinter mir irgendwo. Ja, meine Lieben, erste Tour mit meinem Cube, den ein oder anderen Wegrutscher bei dem
nassen Wetter. Bin ja schon auf den Wurzeln weggekrutscht mit dem Bike. Alles jetzt noch wieder eingewöhnen mit dem hier. Weil es mir alles ungewohnt mit der Rahmengröße XL und 29 Zoll. Aber ja, wenn ich heute die Tour einigermaßen hinkriege, bei den Bedingungen, werde ich das im Sommer richtig gut beherrschen können. Oh, nicht schon wieder. Die haben doch zugemacht, schon wieder. Da liegt doch Scheiße drin. Genau, Eingang. Die haben schon wieder zugemacht. Ja, du weißt ja, wie es mittendrin aussieht. Ich will drüber fahren. Ich weiß ja, wie halt in der Mitte aussieht. Was? Aber wenn ich nach vorne fahre, guck schon. Jetzt müssen wir da lang. Da nicht? Da nicht. Nee, da wo wir langwassen ist da. Okay. Vergiss nicht, da unten ist ein Sprung. Ja, das merkt man schon. Rechts gibt es ja auch noch einen Sprung. Auf der Seite geht es auch noch weiter. Oh. Rechts und dann geht's ein anderer Sprung. Bisschen bloß rutschig wieder im Laub. Was willst du sagen nochmal? Ah, da liegt Zeug rum. Hoppa! Ach, da macht Laub frei. Ja, das Laub. Deshalb macht er gerade das Laub weg da unten. Das macht es auch nicht besser. Nee, die Landung verkackt's. Du bist auch runter, oder? Ich fahr runter, aber ich spring nicht. Wir müssen doch mal runter. Ui, die. Wir
Ich weiß, aber ich guck gerade, wie ich Knife war mit dem Laub. Ja, der Laub ist im Weg. Ich bleib oben. Ich muss eh noch wieder runter. Wieso? Du bleibst unten. Ja, aber ich gehe unten runter, oben runter. Du gehst doch nicht rechts. Ja, wir fahren ja noch ein Sieger unten. Göttorsten. Hä? Nächste Woche fahren wir Osterfeld. Okay, ja. Nächste Woche. Ja, Samstag wollte Martin und Carlo wieder mal eine Tour fahren. Und eventuell auch meine ganzen. Ja, okay, Dämpfer muss eingestellt werden. Der geht bis ganz runter, der Ring. Ja, ein bisschen guck mal das. Wenn die Pumpe immer alles im Start. Ja, hier hat auch eine Pumpe. Hast du dabei? Ja. Ja, dann pumpt doch ein bisschen was nach. Ich habe halt noch die Dämpfer gemacht. Du musst auch mal ein bisschen mehr hier selber an den Wege. Gefunden. 200 Bar, PSI. Was kann man reinhauen? 16 Bar. Da bist du bei 15. Ja, pump 3-4 mal rein, das ist gut. Steht aber auch. Ich hab's gesehen. Muss ich noch was aufdrehen, oder? Ja. Es geht schon schwer bei 16 Bar, oder? Bitte, ich guck bei PSI zwischen 200 und 250 mitten. Es ist auch bei 15. Es ist auch bei 15. 350 PSI. Ja, voll. Kriegst du rein. Volle Pulle, 300. Mit viel Tempo. Ich mach 250 erstmal. Kurzer Schutzwort noch. Eigentlich war geplant, einen letzten Trail zu fahren, den damals die DIMP aufgebaut hat. Aber es wurde auch angekündigt, dass der Forst noch kommt und Baumfellarbeiten macht. Und ja, da liegt doch überall die Bäume quer rum.
Die müssen erstmal rausgeholt werden. Dann können wir wahrscheinlich den Trail erstmal wieder herrichten. Und ja, der war eigentlich geplant zu fahren, aber ja, war leider nicht drin. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, Dankeschön. Also, viel Spaß.